Es hat so was unglaublich Goldenes, Warmes. Eigentlich fast so, als wenn man sagt, es hat so einen Knochenmarkklang, sowas von unglaublich dicht und ernst und ehrlich. Ob das eine Solo-Geige wird, die mal einen Saal füllt mit 2000 Zuhörern, ist nicht meine Kunst, sondern ist das Holz. Meine Kunst besteht darin, dem Holz gerecht zu werden, also das zu ermöglichen. Das ist doch meine Stimme, jetzt habe ich sie wieder.